easy, easy. Mache eine schöne Kletterei. Ich bin total überrascht, dass der da überhaupt noch so weit geht. Ja, ja. Boah. Boah. Vorsicht. Genau, 600 Aufstiegsrouten. Und da unten, der kleine Fleck, ist der Christoph. Und der ist der Truppe. Servus und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Da drüben sitzt der Patrick. Der Rest der Truppe schwitzt sich gerade da unten hoch. Ich stehe an der Scharte, wo es keinen Namen gibt, auf 2,8. Und warum das Wetter heute so ist und wie wir hergekommen sind, seht ihr in dem Video. Und wie die letzten zwei Tage waren natürlich auch. Also bleibt dran. Drei Stunden und 10 Minuten unterwegs, knapp bei 1200 Höhenmeter gemacht. Und da sind wir dann bei der Teplitzerhütte. So schaut es da aus. Ja, die Bräselstellen, die sind tatsächlich so ein bisschen uncool. Jawohl, ja! Fundig, sauber! Gepennt haben wir in der Teplitzer Hütten. Für uns geht es jetzt heute, das sieht man schon hinter mir, Rotgradschatten. Ja. Schaut euch das so brutal. Jawohl! So, nochmal Rückblick zur Teplitzer Hütte, die da hinter dem anderen Gipfel gerade verborgen liegt. Stehen wir direkt an der Rotkarscharten. Ja, Gipfelkreuz zum Greifen nach 100 Höhenmeter. Machen wir. Ja, jetzt sieht man mal die komplette Aufstiegsroute von heute bisher. Teplitzer Hütten. Der See, der Gletscher, der Grat. So, 20 Meter, dann haben wir es geschafft. Nicht mal, 10 Minuten. Also, für den Svenja. Boah. Servus. Nein, der ist unten, der stemmt sich. Der Stempel ist unten. Super. Ja, ich gehe einmal. Nein. Einmal, wenn es braucht, so einmal abklopfen. Von der Ferne. Passt eh. Ja, von der Rotkarscharten haben wir jetzt 10 Minuten aufgebraucht. Seht ihr, es gibt viel Kreuzer noch hinter mir. Und brutale Aussicht. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Da ging es für uns runter. Jetzt sind wir wieder an der Rotkarscharten. Und jetzt muss dann wirklich da runter. Christoph, schmiert sich Eis, aber auch nicht vergessen. So ist es. So schaut es da der Scharten aus. Ja, nochmal die ganze Abstiegsrouten von der Scharten runter im Rückblick. Und ja, jetzt ist das Gelände dann wieder angenehmer. Jetzt können wir dann auch wahrscheinlich in den nächsten 5 bis 10 Minuten die Helme wegmachen. Passt eh. Ging es jetzt relativ entspannt. Hier ist alles keine Steigung mehr groß drin. Es geht jetzt hier halt so auf und ab. Genau. Das sind die anderen zwei von der Truppe. Die haben wir für uns gewartet. Und ja, Optik ist halt wie immer brutal hier. Landschaftlich hat sich die letzte Stunde nicht groß verändert. Ehemals Gletschermoräne. Und ja. Steht wie immer unten drin, richtig. Erste Zwischenziel für heute in Sichtweite Nürnberger Hütten. Ah, noch eine Viertelstunde, dann sind wir eh dort. Ja, ja. Guck mal.
Wir haben jetzt eine kurze Pausen, also wirklich kurze Pausen, 35 Minuten oder so, an der Nürnberger Hütte gemacht. Und jetzt geht es weiter zum Simminglöchl. Das sieht man da oben drüben. Und dahinter geht es dann aber zur Bremerhütte. Jetzt müssen wir noch ein kurzes Stück auf dem Stubaier Höhenweg laufen. Nochmal Zurückblick auf die Nürnberger Hütten. Und für uns geht es jetzt erstmal wieder den Abstiegsweg ein Stück zurück. Bis da oben, da war dann eine Abzweigung. Nochmal die Abzweigung, von da sind wir halt Mittag gekommen. Da ist die Hütten und für uns geht es jetzt da den Weg weiter. Man sieht es ja da drüben und dann auf. Da ja, haben wir nochmal so kleine Steilstufen. Teilweise seilversichert, die dritten. Ist nicht schwer, aber nein, mit dem Gepäck ist es halt alles so eine Sache. Vorne ist die Brücken. Und jetzt haben wir halt gerade die größte Mittagssonne, also es brennt runter ohne Ende. Und ja, schauen wir mal. Steilstufen nochmal von unten, die anderen kommen gerade von oben runter. Ja, mei. Sauber abgespecktes. Geht gut. Oh, geht es dann seilversicher gleich weiter. Oh, noch ein Blick runter auf die Aufstiegsrouten. So, ja, immer wieder so leichte seilversicherte Stellen. Hier im Gletscherschliff. Ja, optisch so saugeil. Drüben nochmal die Nürnberger Hütten. Ja, mehr oder weniger steil, mit weniger steil wechselt sich ab, dann immer wieder Stauseile drin, geht es stetig nach oben. Brutal schaut es da aus, aber in jeder Ecke schaut es eigentlich brutal aus. Ein Sumpfgebiet. Hinter mir wird gar noch beratschlagt, ob man sich jetzt eine Erfrischung gönnt oder nicht. Das ist der Weiterweg. Gibt es nochmal richtig viel Shoulder-Action. Dann geht es da hinten wahrscheinlich durch einen Riss oder eine Einschartung auf. Und dahinter wäre dann dieses Simmelslöchl oder wie es ja immer heißt. Schreib es unten rein. Relativ andächtig gestaltet sich der Aufstieg. Ich bin immer früh gesprochen, es ist brutal heiß und steil. Das haben wir noch. Vorhin sieht man jetzt gut den weiteren Wegverlauf. Bis daher haben wir jetzt von der Nürnberger Hütten fast 2 Stunden gebraucht. Da waren noch mal 15 Minuten Pause drin. Die aktuelle Höhe ca. 2600 Meter. Das heißt, noch 100 bleiben, dass wir oben drüber sind. Aber kein Spaß, weil ich weiß nicht, 35 Grad oder was das gefühlt hat. Am Rückblick die Steilstufen, wo auch jetzt der Christoph hochkommt, dann beruhigt sich das Gelände wieder ein bisschen. Patrick ist schon mal vorgestiegen. Souverän durchgezogen. Ja, ja, voll. So schaut es da aus am Simblingsjöchel.
Und genau, von der Nürnberger Hütten bis daher haben wir jetzt ja 2 Stunden 45 Minuten gebraucht. Und das ist die Abstiegsrouten. Da hinten werden wir auch schon die Bremer Hütten sehen. Das sind jetzt noch 2 Stunden, dann haben wir es auch geschafft. Genau, dann packen wir es. Aber so am Anfang ist der ganze Abstieg jetzt hier ein bisschen seilversichert. Aber eigentlich nicht schwer, behaupte ich jetzt. Macht schon Spaß, oder? Gutter, so schaut es da aus. Seilversicherung bis zum Abwinken. Blick nach unten, Blick nach oben. So, das steilste Gelände haben wir hinter uns gelassen. Das heißt, ich, der Rest kommt noch. Sieht man von da oben, ging es dann runter. Und jetzt ist eigentlich nur noch ein Hartschrubber zu Hütten. Ja, da ist auch einer frei. Da haben wir uns jetzt gleich hin, Christoph. So, an der Bremer Hütten angekommen. So, von der Teplitzer Hütten, glaube ich, hierher waren es jetzt so um die 6 Stunden Gehzeit, schreibe ich hier rein. Von der Nürnberger Hütten haben wir jetzt 3 Stunden 25 oder so um den Dreh gebraucht, hierher. Stimmt, mit Pause, ist keine reine Gehzeit. Also reine Gehzeit wahrscheinlich eher 3 Stunden. Und jetzt ist dann für heute erstmal gut. Aber es gibt noch ein Panorama. Und da geht's morgen drüber. Und da ist der Christoph. So schaut's aus. Ja, wir auch. Guten Morgen. So, gestern gab es gar nicht mehr viel hier nach der Ankunft zu sagen, weil wir haben eigentlich nur noch gegessen und dann, ja, der Christoph steht auch da, der friert das ein bisschen vor sich hin. Und dann ging es eigentlich auch schon zeitnah ins Bett. Jetzt haben wir heute so ein bisschen das Thema mit dem Wetter, wobei es aktuell noch ganz gut ausschaut. Ich habe vorher schon gezeigt, das Panorama. Und wir müssen da halt drüber, das machen wir auch. Und so schaut es da gerade aus und wir warten eigentlich aufs Frühstück. Alle beachte und jetzt packen wir es los. Hinter mir seht ihr mal die Bremer Hütten. Ja, wir müssen einfach ein bisschen schauen, dass wir jetzt heute ein bisschen Gas geben, weil das so halb geil ist, das Wetter. Und jetzt geht es erstmal wieder das Stück zurück. Ah, Distel! Das Stück zurück bis zur Abzweigung. Da oben nochmal die Abzweigung und für uns geht es jetzt hier auf. Eigentlich sind es nur noch Trittspuren, gell? Der ist schon nicht so oft begangen hier, der Spezi. Durchs nasse Gras, das mögen wir besonders. Erst einmal da runter. Schon schön da. Erste halbe Stunde unterwegs. Mei, das Wetter ist gerade so ein bisschen so sagen, regnen soll es jetzt nicht, das wäre uncool, weil wir noch auf 2,8 hoch müssen. Und für später ist auch Gewitter angesagt, aber wir müssen halt zurück zum Auto. So, und da vorne kommt dann eine Kletterstelle. Schaut dramatischer aus, als es ist von der Ferne. Ja, jetzt ist das Gelände gleich mal um einiges rauer geworden. Seht, die Markierungen sind noch da, also einen direkten Weg gibt es jetzt nicht mehr. Boah. Boah, Reibung!
Also das ist schon echt. Oh. Oh. Vorsicht! Ja. Und jetzt hier nochmal im Rückblick die Aufstiegsrouten, die anderen sind alle noch drin. Und die Bremer Hütten. So, die erste Stunde unterwegs. Unser Startpunkt sieht man da auch nochmal. Von da aus sind wir dann erstmal, glaube ich, 200 Meter abgestiegen, runter, und jetzt sind wir auf knapp über 2,5. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht. Da ist ein Riesenpfeil auf einem Stor drauf gemalt. Und da geht es dann wohl so rüber. Ich werde es gleich nochmal prüfen auf der Karte. Und ja, mein Wetter schaut halt nicht ganz schlecht, aber auch nicht super cool aus. Also hier schaut schon echt brutal aus. Ja, so. Ich sehe gerade, die anderen ziehen da unten brav den Helm an. Wir haben den auch schon auf. Genau, und wenn ich einen Helm auf habe, dann habe ich da auch gleich mal eine Kamera mit dran. Weiter Weg darüber, und da starten wir jetzt einfach gemütlich rein. So, aktuelle Höhe 2,7 circa. Und das Beste wartet immer am Schluss. Man sieht ja die Markierung, da geht es jetzt einmal richtig schön steil auf. Genau das, was der Oberschenkel mag. Geile Eishöhle da unten. Warte mal. Foto machen, ja, stellen wir mal hier hin. Bisschen exponierte Stelle, aber nicht dramatisch, eigentlich noch relativ breit. Ja, es geht. Gut ausgesetzt. Aber geil. Genau, sechs haben wir Aufstiegsrouten. Und da unten, der kleine Fleck, ist der Christoph. Und der Rest der Truppe. Und ja, machen wir es jetzt fertig. Das ist wieder sowas, da muss man echt aufpassen. Da liegt so viel Zeug drin. Huhu. Wird. Ja, ich schaue bloß mal kurz hoch und dann. Okay. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und grantig geht's runter. Ja, tipptopp. Hier an der Scharten, die keinen Namen hat, auf 2,83 ungefähr. Und hier hochgebraucht haben wir jetzt, mal überlegen, Stunde 45. Schreibe ich immer hier unten rein. Unten in die Wolken, da hinten sieht man eh noch die Bremer Hütten. Und ja, das ist dann die steile Abstiegsroute. Vielleicht sieht man, man kann da hinten vielleicht sogar schon die Magdeburger Hütte sehen. Boah, aber hier geht es nochmal gesalzen runter. Vor allem, wir haben die besten Plätze hier. Ja. Auch kurz verschnauzen. Ja. Da ist er! Da ist er! Also, müsst ihr zuerst hören, die gute oder die schlechte Nachricht?
Kannst du mal runterschauen. Die gute ist, du hast es geschafft. Ja, ist auch schön hier rauf. Muss man halt einen Namen erfinden. Ey. Ja, die Christophscharte. Genau. Ja. Dann packen wir es auf der anderen Seite. Boah, runter. Boah, ist das kalt. Aber jetzt hat der Abstieg ist auch so Bräselgelände und zauberkalt hier auf der Seite. Sicht ist auch relativ. Boah, sieht nicht so viel. Aber es geht ganz gut. Ich sehe gar keinen mehr. Wir sind ganz allein. Ah, da ist die Simone. Oh, teilweise ist es halt ausgewaschen. Lässt sich auch nicht vermeiden, dass man Sterne schmeißt. Ja, ist ja brutal ausgewaschen da. Da sind sie ja. Vier Stunden waren wir jetzt unterwegs, dann nochmal der Rückblick, man sieht eh nicht viel, weil alles voller Wolken. Und da sind wir bei der Bremerhütten, bei der Magdeburger Hütten. Juhu! So, kurze Zwischenpause. Was gab's, Christoph? Heißt schon okay. Genau. Und ja, man sieht ja schon unseren Abstiegsweg. Eigentlich immer den Materialseilbahn entlang, dann unten ums Eck und dann da vorne steht dann eins der zwei Autos. Ja, und jetzt sieht man es ja wunderbar, dass eigentlich nur noch Abstieg und kein Aufstieg mehr. Das war's. Ja, eh, man sieht es eh, wir sind mittlerweile wieder in der Botanik angekommen, im Wald, sind auf, glaube ich, 18,5 oder so und haben jetzt eine reine Gehzeit von 4 Stunden. Viel bleibt jetzt nicht mehr. Das ist jetzt eher wieder das gemütliche Terrain. Drüben ist ein wenig Action, da ist auch dann gleich ums Eck die Furtalm, sieht man da noch so ein bisschen, wenn man auch ein bisschen schmeißt. Und ja, jetzt heißt er doch hier ausgeharzen aus dem Tal. Wir sind an der Abzweigung angekommen und wir sind auf knapp 1500 und jetzt geht es eigentlich nur noch entspannt auf der Forststraße dahin. Yay! Ja, eh, kurz vor 2 ist und wir sind am Parkplatz und damit ist auch das ganze Stubai Hüttengewandere jetzt vorbei. Jetzt warten wir noch auf den Rest. So, die Zusammenfassung von unserer Stubai-Hüttentour. Ich habe keine Lorda, die anderen sind alle schon rumgefahren. Ich bin auch nicht mehr im Stubai, sondern, seht ihr es, Wimbach-Gries. Warum und wieso erfahrt ihr irgendwann mal in einem anderen Video.
oder schaut einfach bei der Alpenschickeria vorbei. Tag 1 zur Teplitzhütte, der Aufstieg, ja, war gut. War aber relativ kurz, so dass wir uns entschieden haben, nochmal die Agelsspitze mit 2194 Meter mitzunehmen. Das war ganz cool, mit cooler Gratkletterei. Und dann ging es am nächsten Tag praktisch von der Teplitzer Hütte über die Rotgratscharten noch kurz einen Abstecher auf dem Rotgrat mit 3099 und dann wieder zurück Richtung Nürnberger Hütten, genau. Der Weg dorthin, das sind halt dann so Hochplateaus, habt ihr eh gesehen im Video, jetzt nicht wirklich schwer. Das Schwierigste in der Tour war wohl die Überschreitung von der Rotgratscharte. Von der Nürnberger Hütte sind wir dann über das Simlingjöchel, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Das war relativ grantig, weil das Wetter einfach brutal reingebrannt hat und auch sausteil. Also es waren nochmal 500 Höhenmeter, die wir da reißen mussten. Auf der anderen Seite ging es dann runter zur Bremer Hütte. Genau, Bremer Hütten haben wir wieder gepennt. Die war jetzt so, ja, es ist optisch eine schöne Hütte, bloß organisatorisch irgendwie so ein bisschen fail, muss ich hier sagen. Und von der sind wir dann mit schlechtem Wetter ja über die namenlose Scharte zur Magdeburger Hütten. Ja, das war auch eine recht rasse Runden, aber eigentlich schön. Und dann ging es zurück zum Auto, musste noch das andere Auto wieder von unserem Ausgangspunkt holen. Blende ich alles da unten ein oder habe ich eh schon eingeblendet. Aber muss man halt damit rechnen, oder was ausschlaggebend ist, halt das Gepäck, wie viel man miteinander kachelt. Und mein Rucksack war so 10 Kilo und das nimmt da halt echt viel Power raus. Also da geht da nicht so viel gares Zeug. Genau, für alle, die bisher durchgehalten haben und noch nicht meinen Kanal abonniert haben, über Abo würde ich mich wirklich freuen. Dann geht es immer weiter mit den Videos und es ist ein kleines Dankeschön, was nicht wehtut. Und jetzt bleibt mir eigentlich nichts mehr anderes zu sagen, als wir sehen uns im nächsten Video oder vielleicht irgendwo die Berg, keine Ahnung. Und das ist auf der anderen Seite von der Kamera passiert.